Hi und willkommen wieder zu Minecraft Insanity. Und passt auf, ich habe mein Leben in Minecraft im Griff gekriegt. Ich bin Strip-Minen gegangen. Ich habe normal gespielt wie jeder andere. Ich habe sogar meine Kisten sortiert. Das sind überall, ja, viele komische Erze drin. Passt auf, das System, das hat sogar einen Sinn. Da unten sind die ganzen Sachen, Ingots und Erze, mit denen ich einfach nichts machen kann. Und davon gibt es überraschend viele. Das habe ich noch vergessen einzusortieren. Wenn ich da auf U drücke, dann kommt da einfach gar nichts. Ich kann nichts damit machen. Dann sind da oben so mittelwertvolle Sachen. Das sind meistens halt so, ja, Sachen, die man für irgendwelche Technik-Mods braucht und Eisen auch. Da oben sind die wertvollen Sachen. Ich habe sogar Diamanten gefunden. Das ist so gut. Ja, nämlich brauche ich neue Rüstung. Weil meine ist erstens schlecht und zweitens kurz vorm Sterben. Und ja, wenn ich Limonit und Saphir kombiniere, kann ich die komische Rüstung da machen. Und wenn ich mich nicht ganz täusche, Limonit und Diamant geht's auch okay. Das habe ich sogar, weil wenn ich mich nicht ganz täusche, und Emberstone ist, glaube ich, ein Nethererz, das kann ich mir noch nicht machen. Genau, wenn ich mich nicht ganz täusche, der Zwergi hat uns sogar Limonit verkauft. Nicht Limonit, Saphir meine ich. Und warum geht das schon wieder nicht? Der Mod spinnt manchmal. Okay, ich bin wieder da. Verkaufst du mir jetzt deine Sachen? Oh ja, es geht jetzt. 20 Münzen für einen Saphir-Ingot. Wie viel Geld habe ich eigentlich? Ich glaube, ich habe mir sogar Geldkiste aufgemacht, oder? Da ist drin, oder? Ja. Ich habe 58 Geldmünzen. Ich könnte mir da die Lundamite-Leggings machen. Ich glaube, das wäre sogar ganz schlau, oder? Weil Diamanten habe ich noch genug. Limonit habe ich nicht so viel. Ich glaube, das wird sogar stärker sein als Diamant. Und so, wie mache ich das jetzt? Sowas nicht? Ich glaube sowas, oder? Ja. Okay, jetzt habe ich schon mal eine bessere Hose. Ist die überhaupt besser? Ja. Und die ist voll so golden. Seht ihr das? Alles klar, ich habe gerade die Gold-Crafting-Rezepte durchgeschaut. Das waren so viele. Jetzt ist mein Spiel abgestürzt. Bestes, bugfreistes Modpack überhaupt. Okay, nachdem ich jetzt zum zweiten Mal mein Spiel neu gestartet habe, funktioniert das mal hoffentlich alles. Und ich merke gerade, da auf der Hose steht, dass die 1500 Durability hat. Aber das ist voll die Lüge, weil da unten links seht ihr die Durability von den ganzen Items, die hat 1501. Aus Jade kann ich mir anscheinend auch Rüstung machen, aber da brauche ich irgendwelche komischen Sachen, wo ich nicht weiß, wo man die herkriegt. Obwohl, das kenne ich sogar. Ich glaube, das droppen irgendwelche Affenmonster. Okay, passt auf. Ich mache mir jetzt bessere Rüstung. Wie wäre es einfach mit Bleirüstung? Das brauche ich eh nicht, denke ich. So, das passt schon. Mein Helm, der ist ja noch eigentlich ganz gut. Dann, ich glaube, die spawnen im Tiger-Biom. Dann suche ich mal die Tiger. Und ja, dann mache ich die Monster an und schaue, dass ich die komischen Affen töten kann. Okay, ich habe gerade im Wiki nachgeschaut. Die spawnen am Tag in Nadelwäldern. Und wir haben da direkt ein Forest Hill Biom neben uns. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das als Nadelwald zählt. Aber ich hoffe es einfach mal. Ich mache mir einfach die Monster an. Das sind Hasen und warum sind das Stormtrooper? Hallo, und warum haben die Stormtrooper Creeper auf dem Kopf? Das verwirrt mich gerade. Wirklich, oh Gott, machen die viel Schaden. Oh Gott, oh Gott. Habe ich wirklich immer noch so schlechte Rüstung? Okay, ich bin wieder im Wald und ich habe mir sogar Fische gebraten. Die, wo ich letzte Folge von dem komischen Mensch da gekriegt habe. Und ja, ich gehe jetzt mal wegen weiter darauf und dann mache ich wieder die Monster an. Und da ist ja voll der große Baum. Da, oh Gott, das sind schon wieder Stormtrooper. Da will ich gar nicht hin, nee. Wer greift mich da an? Hallo? Hallo, kannst du das lassen? Ich habe keine Kugeln für meine Waffe dabei. Super, super. Aber mit dem da kann ich schießen, oder? Warum sind da dauernd irgendwelche Star Wars Gegner, die mich one-hitten? Ey, warum habe ich das Modpack eigentlich so schwer gemacht und das sind die dummen Scheiß-Kobolde schon wieder?
Oh Gott. Kann ich den? Ich kann den nicht schlagen. Ich kann den nicht schlagen und er greift mich an. Hallo, bitte, bitte geh weg. Ich hoffe, ich bin schneller als die. Weil es ist so, ich muss da erst irgendeinen Skill leveln, dass ich den überhaupt angreifen kann. Alter. Das ist Jedi-Meister. Geh weg. Und warum greifst du mich an? Okay, neuer Plan. Ich farm doch nicht weiter für die Rüstung, weil ich habe gerade herausgefunden, ich wollte so ein Biom suchen, wo die Affen spawnen, aber ich habe gerade herausgefunden, dass ich einen Mod drin habe, wo die Biome einfach 100-mal größer sind als im normalen Minecraft. Und ja, da habe ich keine Lust drauf. Deswegen brauche ich jetzt halt die grauen Viecher da hinten. Die droppen nämlich ein Item, was ich brauche, damit ich den ersten Boss besiegen kann. Ich hoffe, dass der jetzt einigermaßen. Was? Ich kann ihn nicht angreifen? Aber, warte mal. Bleib mal du da. Ich habe gerade im Wiki von dem Mod nachgeschaut, da steht, dass ich den mit Hunter Level 1 angreifen kann. Das ist der Skill, den ich da leveln muss, damit ich die ganzen Gegner da angreifen kann. Ich will dich. Hör auf! Geh weg! Oh Gott! Oh Gott, ich kann da gar keinen angreifen. Okay, wisst ihr was? Das ist dumm. Ich kann den Skill fast bloß leveln, indem ich Mobs töte, die beim Blutmond spawnen. Und der ist so ungefähr einmal in 100 Jahren. Also, ja. Okay, passt auf. Ich habe keinen Bock mehr. Ich habe jetzt einen Mob erstellt mit exakt den gleichen Stats. Also der macht genauso viel Schaden wie der, den ich töten muss, um das Boss-Item zu kriegen. Der hat genauso viele Leben. Der macht sogar so viel Schaden, wie der andere auf Hard. Also der macht viel mehr Schaden und ist viel stärker. Mit dem einzigen Unterschied, dass ich ihn angreifen kann. Ja. Ich habe keine Lust mehr. Und der spawnt da drüben. Ich hoffe jetzt mal, dass das funktioniert. Hallo, komische Viecher. Seid ihr da irgendwo? Okay, ich glaube, ich muss das Spiel nochmal neu starten, damit ich das sehen kann. Okay, wie es ausschaut, geht es jetzt doch. Da ist zum Beispiel schon einer. Und die haben ja 20% Chance, dass die das Fell droppen, das ich brauche. Und warum kann der mich von 300 Meter Entfernung angreifen? Hat er das Drop nie, oder? Okay, pass auf, spür die Seifenblasen des Schmerzes. Oh, der hat's. Der hat das Fell droppt. Genau das brauche ich nämlich, damit ich mir das machen kann und noch ein paar andere Sachen, wo ich dann irgendwann anders nachschaue, wie mir die kriegt und ja. Dann können wir den ersten Boss machen. Also den ersten richtigen Boss. Der nicht in irgendeinem Dungeon hockt, sondern von dem Mod da. Oh Gott, ich bin in der Bärenfalle hängen geblieben. Ah, Hilfe! Au, das macht mir Schaden. Okay, da ist nochmal einer. Ich habe Bluten als Effekt. Ach so, deswegen habe ich gerade Schaden gekriegt. Sieht er mich nicht? Hallo? Oh Gott, Edzard. Ey, die macht gar nicht mal so wenig Schaden. Und da ist noch eins von den Fällen. Ich brauche aber vier. Warte mal, kann es sein, dass der respawnt? Weil der so da liegt? Ich glaube schon, oder? Dann kann ich ihn ja einfach so oft machen, bis ich die zwei Fälle kriege. Okay, passt auf, ich mache jetzt die Profi-Taktik. Ha. Kann der mal das Fell droppen? Okay, passt auf mit 360 Grad Drehung. Ja, genau so. Genau so und nicht anders. Okay, den Rest farm ich dann irgendwann anders. Ja, weil das ist jetzt auch langweilig, wenn ich bloß die ganze Zeit den da besiege. Einmal kann ich es ja noch probieren, oder vielleicht droppt da ja noch was. Nee. Okay, dann war's das wieder mit der Folge und ciao.